Während der Corona-Krise haben sich viele Bürger mit großen Mengen Mehl eingedeckt. Die Konsequenz: leere Supermarktregale. Wir haben in der Bischofsmühle in Attenhofen nachgefragt, wie es mit der Getreideversorgung aussieht. Computergesteuert wird hier mit modernen Anlagen auf Hochtouren Getreide gemahlen. Seit mittlerweile 1748 in Familienbesitz. Wir beliefern hier die Bäckerei in der Umgebung, auch Industriekunde, Flammkuchenkunde und auch verschiedene Märkte, Supermärkte, SBK, EDK. Und zur aktuellen Lage kann ich nur mitgeben, es besteht kein Grund für Panikkäufe oder Hamsterkäufe. Es gibt genügend Mehl, es kann sich vielleicht jeder mal in sich gehen. Die letzten 20 oder 30 Jahre zurückdenke, Mehl war nie knapp. Das ist ein Grundnahrungsmittel, es gibt genügend Getreide. Alle Mühle arbeiten zurzeit auf Hochtouren, um die Kapazität abzudecken und es zu verpacken. Das größte Problem aktuell ist einfach, das Mehl in die Kühltüte abzupacken, aber grundsätzlich gibt es keine Knappheit. Und was zu bedenken ist bei der Sache auch bitte, Mehl ist ein Naturprodukt, das sollte kühl und trocken gelagert werden, damit es nicht verdirbt und mal langsam Spaß daran hat. Die Verpackung der 1 Kilogramm Tüten erfolgt automatisch. Großkunden werden mit dem LKW beliefert.